Stefan Redlich, Pressesprecher der Berliner Polizei. Herr Redlich, was ist hier geschehen? Heute kurz vor 11 Uhr kam jemand hier in die Visaabteilung des US-Konsulats und hat seinen Pass vorgelegt. Und eine Mitarbeiterin hier klagte daraufhin über Atembeschwerden. Zurzeit ist der Bereich erstmal geräumt worden. Nicht das ganze Konsulat, nur der unmittelbare Bereich. Die Feuerwehr ist hier und die Polizei. Und meine Kollegen von der Kriminaltechnik werden jetzt kommen und untersuchen, ob es sich tatsächlich um eine gefährliche Substanz gehandelt hat. Und dann werden wir weitersehen.